Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute habe ich mal wieder ein neues Video für euch, denn, meine Lieben, es hat mich mal wieder erwischt. Ich bin mal wieder getaggt worden und zwar bin ich diesmal zu dem Filmsammler Suchti-Tag nominiert worden. Und zwar hat mich die liebe Cassandra zu diesem Tag nominiert. Cassandra, vielen lieben Dank, dass du mich zu diesem Tag nominiert hast. Ja, was soll ich zu den ganzen Tags noch sagen? Also, die sind ja momentan so in auf YouTube und es kommen ständig neue Tags hinzu und durchstreifen unsere Film-Community. Und ja, aber wie ich ja bereits in meinem letzten Video gesagt habe, machen mir diese Tags so viel Spaß und ich finde sie richtig interessant und freue mich jedes Mal wieder aufs Neue, für euch einen Tag abzuarbeiten. Und ja, es sind mal wieder 10 Fragen, die beantwortet werden sollen. Und ja, die 10 Fragen werde ich euch jetzt gutesgehend beantworten. So, dann fangen wir jetzt auch an mit der ersten Frage. Und zwar, welche Filme hast du als erstes bewusst gesammelt? Ja, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich sehr früh mit Horrorfilmen, mit Science Fiction, mit Abenteuer, mit Dramen und so in Berührung gekommen bin. Und ja, ich habe auch welche bei mir in der Sammlung, die ich schon sehr lange habe, bevor ich wirklich aktiv angefangen habe zu sammeln. Und ja, ich zeige euch jetzt gleich mal ein paar Filme, die ich schon länger habe. Es sind auch ein, zwei dabei, die ich noch nicht so lange habe. Und ja, den ersten Film, den ich euch zeigen möchte, ist Die Fliege. Ein richtig toller Film, also ein richtig gutes Remake mit Jeff Goldblum und Gina Davis in den Hauptrollen. Und ja, also was soll ich zu der Fliege noch sagen? Also ein richtig toller Film und ja. Dann habe ich noch Stephen King's S. Den habe ich auch schon etwas länger. Und ja, also ich mag ja diese Stephen King-Verfilmung. Ich liebe sie einfach und ja. Was soll ich zu S noch sagen? Also, S ist einfach ein richtig toller Film und ja, aber der geht auch sehr lange, muss man sich wirklich Zeit nehmen. Also wirklich 3,5, also wirklich 3 Stunden und ja. Und dann möchte ich euch noch 3 Filme aus dem Bereich Science Fiction und Abenteuer zeigen. Und zwar Jurassic Park, Teil 1. Dann Jurassic Park 2, Die vergessene Welt. Und dann noch Jurassic Park 3. Also was soll ich zu Jurassic Park noch sagen? Also Jurassic Park kennt ja wohl jeder oder sollte wenigstens jeder kennen. Und ja, das sind einer der besten Dinosaurierfilme, die ich jemals gesehen habe. Also die sie heute machen. Diese ganzen Tierhorrorfilme, wo es um Dinosaurier geht, die sind nicht ganz so gut. Aber schlecht sind sie nicht. Die meisten jedenfalls. Ja, Frage Nummer 2. Dein erstes Steelbook. Ja, ich muss euch leider sagen, dass ich bisher noch kein einziges Steelbook bei mir in der Sammlung habe. Ganz einfach aus dem Grund, ich war, was so Steelbooks angeht, immer sehr zurückhaltend bis jetzt, weil ich habe schon Videos auf YouTube, also von meinen Abonnenten, von meinen YouTube-Kollegen gesehen, wo sie sich zum Beispiel Steelbooks mal bei Amazon bestellt haben und diese dann teilweise sehr beschädigt bekommen haben und ja, mit Dellen, mit Macken, mit Beulen und sowas alles. Und ich habe auch schon Bilder auf Amazon in den Rezensionen gesehen und das hat mich dann so ein bisschen, ja, abgeschreckt, mir mal Steelbooks zu kaufen. Und ja, aber die Verpackung von Amazon, die hat ja sowieso abgenommen, meiner Meinung nach, und die ist nicht mehr so, wie sie mal war. Und ja, also die Verpackung von Amazon lässt manchmal wirklich zu wünschen übrig, ist meine Meinung jetzt, ne? Frage Nummer 3. Dein erstes Mediabook. Ja, das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Und zwar wisst ihr ja, dass ich seit ein paar Monaten wirklich quasi auf dem Mediabook-Trip bin. Also ich habe Mediabooks wirklich für mich lieben gelernt und wie ich ja schon mal gesagt habe, zählen Mediabooks mittlerweile zu meiner Lieblingsverpackung. Und ja, das erste Mediabook, was ich mir jemals gekauft habe, ist das Mediabook von Blackwater. Der müsste eigentlich auch vielen was sagen. Der wurde auch schon sehr oft auf Tele 5 damals ausgestrahlt. Und ja,
Also ist schon ist ein richtig guter Film und ja, einer der besseren Krokodilfilme, wie ich finde. Das Mediabook habe ich euch noch nicht in einem Video vorgestellt, werde ich aber noch machen. Ich habe die Mediabooks bei mir in einer gekauften Schutzfolie, ganz einfach aus dem Grund, weil ich die Mediabooks vor Verschmutzungen, vor Beschädigungen und vor Abnutzungserscheinungen einfach schützen möchte. Ja. Frage Nummer 4. Dein größtes Schnäppchen. Ja. Das größte Schnäppchen, was ich in letzter Zeit unter anderem gemacht habe, ist die Harry Potter Complete Collection als Blu-ray. Also ich habe jetzt alle Harry Potter Filme auf Blu-ray in meiner Sammlung und ja, wie ich in meinem letzten Tech-Video gesagt habe, bin ich mit Harry Potter aufgewachsen und habe auch damals den Halbblutprinzen, also Teil 6, habe ich damals im Kino gesehen mit meiner Mutter, weil ich noch keine 12 war und ja. Also die Box möchte ich auf keinen Fall missen und ich bin froh, sie jetzt bei mir in der Sammlung zu haben. Habe ich bei Amazon für einen recht humanen Preis gesehen und da habe ich mir nur gedacht, jetzt oder nie. Also die Box möchte ich auf keinen Fall mehr missen bei mir in meiner Sammlung. Ja. Frage Nummer 5. Auf welche Edition aus deiner Sammlung bist du am meisten stolz? Ja. Auf die Edition, auf. Also, ich bin am meisten stolz auf die Nightmare on Elm Street Kollektion. Ja, was soll ich zu Nightmare on Elm Street noch sagen? Also, das sind richtig gute Filme und ja, ich finde sie einfach toll und ja, also sind schon tolle Filme. Auch der Schuber, wie er hier gestaltet wurde, hier Freddy Krüger, der ist geprägt. Das merkt man richtig, wenn man hier drüber geht. Also eine richtig schöne Prägung von dem Freddy Krüger und ja, aber auch hier hier oben hat das so einen leichten Glanzeffekt, was ich richtig toll finde. Und hier unten auch noch die Schriftzüge der einzelnen Nightmare-Filme. Und ja, auch hier sieht man nochmal Freddy Krüger, der hat auch hier so einen Glanzeffekt. Ja, jetzt sieht man es so ein bisschen. Und ja, ich habe hier die Box, wo auch noch dieses Heftchen dabei ist, wo man noch einzelne Informationen zu jedem Film bekommt. Und ja. Also, ich möchte die Box auf keinen Fall in meiner Sammlung missen wollen. Also, ich werde mir die auch noch als wattierte Mediabox noch ordern. Und ja, aber selbst wenn ich sie mir als wattiertes Mediabook order, die Teile, fällt es mir immer sehr schwer, die Filme, die ich jetzt zum Beispiel von DVD auf Blu-ray oder als Mediabook dann upgrade, fällt es mir immer sehr schwer, hier die DVDs abzugeben und mich von denen zu trennen. Also das ist bei mir manchmal so und ja. Ja, das war die Nightmare Box. Frage Nummer 6. Bei welcher Edition hast du den Kauf bereut? Also bisher habe ich bei keiner Edition, die ich mir gekauft habe, den Kauf bereut. Und ja, bevor ich mir schickere Editionen von Filmen hole, ist es bei mir immer so, dass ich die Filme zuvor erst als DVD oder als Blu-ray normal sehen muss. Und dann entscheide ich, ob sich ein Kauf in einer schickeren Edition für die Filme lohnt. Und ja, also bisher habe ich wirklich keinen Kauf, ja, von einer Edition bereut. Ja. Frage Nummer 7. Hast du einen Film in mehreren Editionen? Nein, bisher habe ich noch keinen Film in mehreren Editionen. Und ja, aber ich habe eine Serie in mehreren Editionen. Aber das ist ja hier ein Film-Tag, also ein Filmsammler-Suchti-Tag. Und ja, die werde ich euch irgendwann mal zeigen, wenn ich Zeit habe, dieses Video dann zu machen. Und ja. Frage Nummer 8. Härtester Film, den du je gesehen hast, in Klammer Splatter. Ja, ich habe ein paar Filme bei mir in der Sammlung, die wirklich hart sind und die ich auch zu den härtesten Filmen, die ich unter anderem gesehen habe, einstufen würde. Ich zeige euch jetzt gleich mal drei Filme, die ich jetzt rausgesucht habe, die ich als härteste Filme, die ich jemals gesehen habe, unter anderem einstufe. Es gibt natürlich noch härteres Zeug, aber ich hab halt jetzt erstmal Filme bei mir aus meiner Sammlung rausgesucht, die ich als härteste Filme, die ich jemals gesehen habe, einstufen würde. Ja, den ersten Film, den ich euch zeigen möchte, ist Daddy's Little Girl. Also wer kennt diesen Film nicht? Also richtig guter Revanche-Film und richtig guter Torture-Porn. Also den Film würde ich auch als Torture-Porn einstufen und ja. Ein richtig toller Film, zählt zu meinen Lieblingsfilmen. Den werde ich euch noch ausführlichst vorstellen. Und
Ja, das war der. Dann der zweite Film, den ich unter anderem zu den härtesten Filmen zählen, also einstufen würde, die ich gesehen habe, ist The Human Centipede 2. Ja, also das ist ja richtig harter Tobak. Ich mag die Reihe, ich finde die Reihe richtig toll. Und ja, der zweite, der ist am schlimmsten. Ich glaube, da zählen mir die meisten zu. Also ich glaube, da stimmen mir die meisten zu, die diese Reihe gesehen haben, dass der zweite wirklich der heftigste von der Reihe ist. Ne? The Human Centipede zählt zu meinen Lieblingsfilmen, besonders der zweite, auch wenn ich sie sehr ekelig finde und auch nicht allzu häufig gucken kann. Ja. Also, ja. Ich finde die Filme toll, zählen zu meinen Lieblingsfilmen, gerade der zweite, aber ich kann sie mir trotzdem nicht allzu häufig ansehen, weil gerade der zweite richtig hart ist und ja, sehr, sehr krass. Dann der letzte Film, den ich euch für diese Frage zeigen würde, ist der Film Inside, was sie will, ist in dir. Ja, ein richtig harter Film, harter Tobak und ja, zählt auch zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Den Film habe ich euch ausführlichst vorgestellt. Wenn ihr die Review zu dem Film sehen wollt, dann müsst ihr in das erste Video von mir gehen, Movienix Film Talk, meine Lieblingsfilme, ja. Ich werde euch das Video auch noch in der Infobox verlinken, wenn ihr das Review sehen wollt. Und dann kommt ihr automatisch zu dem Video, wenn ihr den Link anklickt, wo ich euch diesen Film ausführlichst vorstelle. Ja, Frage Nummer 9. Ich muss mal eben kurz einen Schluck trinken. Ja, Frage Nummer 9. Bist du eher Fan von matten oder glänzenden Steelbooks? Wie ich ja eben schon gesagt habe, habe ich noch kein einziges Steelbook bei mir in der Sammlung. Ich möchte aber irgendwann mal also hier Steelbooks möchte ich irgendwann mal eine Chance geben. Und ja, also jetzt kann ich noch nicht sagen, ob ich eher Fan von matten oder glänzenden Steelbooks bin. Ja, dazu müsste ich Steelbooks erstmal eine Chance geben, was ich auch auf jeden Fall machen werde. Ja, Frage Nummer 10. Magst du wattierte oder unwattierte Mediabooks? Ja, am liebsten mag ich die wattierten Mediabooks, ganz ehrlich. Also die wattierten finde ich so richtig schön und ja, aber ich mag auch unwattierte Mediabooks, wenn die so einen schönen Glanzeffekt haben, ne? Also ich mag beides. Also ich mag wattierte und unwattierte Mediabooks. Aber am liebsten mag ich die wattierten. Ja, das ist einfach so. Ja, meine Lieben, jetzt sind wir mit den 10 Fragen durch und jetzt liegt es an mir, wen ich tagge, und der Tag soll natürlich auch weitergehen. Ja, also ich nominiere den lieben Movie Seeker, der Filmangler, den lieben Patrick, und den Movie Pyro 911 und den lieben Sascha Cobretti. Fühlt euch getaggt, ich hoffe, dass ihr mitmacht und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Mitmachen. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mitmachen würdet und ja. So, meine Lieben, jetzt sind wir auch am Ende des Videos angelangt und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, hinterlasst ein Däumchen nach oben, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann werdet ihr immer informiert, wenn neue Videos von mir erscheinen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und kommentieren nicht vergessen, da würde ich mich sehr drüber freuen und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns in meinen nächsten Videos wieder. Bis dahin, ciao, euer Movie Nick, macht's gut.